Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier aus der Baby-Behausung in Ark Survival Evolved. Und wir sind wieder vollzählig. Der Matze ist da. Servus. Jo, hallo. Der Anubis. Moin, moin. Der Xa. Hey. Und die Danu. Hi. Und wir werden gleich alle Papa und Mama und weiß nicht. Denn da ist ein Riesenei und wir warten auf das Pronto-Baby. Müsste eigentlich relativ bald kommen, ne? Ja, klein bisschen dauert es noch, aber. So ein kleiner Strich, so ein Ministrich ist es noch. Schön. Ja, und daneben liegt ein Quetzalei. Das dauert aber noch länger. Ja, es, wir haben noch eine schwangere Melusine. Wir haben noch ein Krokoei, das kommt auch noch. Ich mache gerade mal ein paar Fotos hier. So. Krokoei, das kommt eigentlich auch noch dran. Wollen wir das auch noch raus tun? Oder haben wir nicht genug Fleisch? Schlüpft sofort. Ne? Aber nicht genug Fleisch, müssen wir vielleicht auch noch holen dann. Im Kühlschrank liegt ein bisschen Fleisch, aber man könnte ja auch noch ein bisschen nachholen. Ja, ich habe den ganzen Druck oben voll. Das könnt ihr nehmen, ne? Ja, dann könntest du das ja schon mal runterbringen gleich. Ach, ich bin so aufgeregt. Jetzt will ich auch erstmal jetzt erstmal gucken, klar. Und dann können wir den Kroko noch schlüpfen lassen. Und dann haben wir endlich mal wieder eine Babyfolge. Ich freue mich echt auf das Pronto-Baby. Dann braucht man aber fast einen dritten Druck. Wieso? Weil ein Druck Bären nicht für Pronto und Dödi auf einmal reicht. Ach so, der Matze hat da hinten noch seinen Dödi. Eben. Der macht noch seine Dödi-Zucht weiter. Der will ja immer noch den. Was willst du eigentlich für einen? Den blauen mit weißem Bauch? Nee. Den blauen mit grauem Bauch? Nee, ich will einen schönen. Ach, schön. Einen schönen, ja. Entschuldigung, haben Sie den Dödi auch in schön? Genau. Nee, irgendeine schöne Kombi aus grau, weiß und blau. Mal gucken, was passiert. Ja. Also, der Papa war jetzt ein Weißer mit weißen Hörnern da und grauem Bauch. Mal ich gucken. Pack mal das QWERTY kurz ein, damit das nicht im Vor allen Dingen brauche ich einfach mal ein Weibchen. Das müsste jetzt echt sekündlich rauskommen. Also eigentlich ist der Balken schon weg, ne? Mhm. Insofern, komm schon! Komm schon! Wahrscheinlich größer als Oh nee, Zwillinge! Oh, scheiße, ich hab gehauen. Tut einer Bären rein? Dann können wir jetzt wirklich einen dritten Druck bauen. Hat wer Bären? Ja, ich mach schon. Okay. Ich hab's erstmal zur Begrüßung gehauen, aber man muss. Ja, stell dir weg, ich komm nicht hin. Man muss Babys ja einen Klaps auf den Hintern geben, wenn sie geboren. Oh, ist das süß mit dem kurzen Schwanz? Ja, die sind richtig niedlich. Gott, sind die putzig. Da ist Dreser mal. Achso, nee, geht ja noch nicht, gell? Sind so furchtbar. Noch zu wenig Bären, oder? Doch, doch, geht. Sind so furchtbar dick. Gott, sind die süß. Oh ja. Wollen sie aber irgendwie nicht bewegen. Ja, du bist noch zu nah, glaube ich, oder? Ich bin zum Tor ausgerannt. Ja. Ja, dann müssen wir warten, bis wir beim Bären mehr haben. Ja. Noch, das ist ja ganz frisch geschlüpft. Da können sie sich ja noch nicht bewegen hier. Ich mal ein bisschen nah. Pronto-Zwillinge, was haben wir denn für ein Level? 163. Ah, ist jetzt nicht so toll geworden, schade. Aber schöne Farbe haben sie. Finde ich. Also, glaube ich, einen Großteil vom Vater abbekommen. Ja. Der war nämlich so rot. Was Nessie war der Vater? Ist eher grün. 112 oder sowas, gell? 112, ja. Genau, und Nessie war 120. Genau. Ja, also wir haben, der Xa war sehr fleißig, als er einen 112er männlichen gefunden hat. Hat dann gleich mal eingepackt, sozusagen. Genau. Hättest du auch. Ja, vermutlich. Jetzt bewegen sie sich. Jetzt bewegen sie sich. Aber nur komm, noch dreht so ein bisschen, sich um, dreht sich um. Noch so ein bisschen hakelt's. Oh, ist das süß. Stopp. Reicht schon. Deswegen war das Ei auch so groß. Oh, das ist süß. Bisschen niedlich. Ups. Oh Gott, die haben sie echt toll gemacht. Vor allem, weil der Schwanz halt noch so kurz ist und so. Das passt so. Die Proportionen stimmen noch nicht. Der Bauch und der Körper ist viel zu rund. Riesenkopf im Vergleich zu den Erwachsenen, ne? Also oh, so. Ja. Pronto-Babys. Sehr stark. Jetzt haben wir die auch endlich mal. Ja, das mit die haben noch, uns noch echt gefehlt. Die haben uns noch gefehlt, ja. Foto-Shooting. Genau. Ja, das habe ich schon hinter mir. Sehr, sehr cool. Wie sie alle rumkommen. Die müssen wir nur rechtzeitig hier rausholen, oder? Sonst können wir das Dach aufmachen. Ja, da hast du wohl recht, ja. Jetzt habe ich da so einen Koja-Kopf im Bild gehabt. Mann. Was? Hallo. Hallo. Oh, oh Mann. Voll bin der Osterhase. Hallo. Oh Mann.
In der Unterhose. Warte, warte, stillhalten, stillhalten, stillhalten. Lächeln. Mann, nun lächel doch mal. Das ist... Oh Mann. Wenn Männer zu Babys werden. Moment. Ja, das Mode. Kommt am Ende des Lebens. Hier, ich lächel mal. Warte, 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 das machen wir gleich nochmal. Warte, warte, warte. Ja, Moment. Warte, ich komme ein bisschen näher, noch ein Stück näher. Jetzt sehe ich mich so. Nicht mehr. Ja! Das ist echt grausig, du. Au. Au. Oh, ist jetzt gut hier. Danke, Matze. Naja, irgendwann muss man doch mal durchgreifen. Ach du Gott, Lachen ist noch schlimmer. Ey! Oh Gott. Okay, was sollen die Prontos nur von uns denken? Was hab ich dir jetzt schon wieder gemacht? Du standest da. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt haben wir da ein Problem. Jetzt sind es tatsächlich zwei Prontos. Wie macht man das mit der Betreuung? Ja, also ich könnte hier bleiben und ein bisschen aufpassen. Weiblich und Weib. Ja, sind doch noch beides Weibchen. Ja, ist doch bei Zwillingen immer gleich alles. Nein. Nö. Nicht? Zwingend. Nein. Also ich nicht bei echten Zwillingen, aber ich dachte hier im Spiel. Nein, das Geschlecht kann unterschiedlich ja? sein mittlerweile. Ich dachte hier ja, im ja. Spiel wäre immer Anubis? Alles. Ja. Da fällt mir ein, ich habe da was für dich. Ah, herrlich. Was? Ach so, Metall. Was ist denn Schönes? Metall liegt so, neben ja, dir ja, am Boden. Genau. Andere Richtung. Ja, sehr schön. Ja, die Melusine braucht noch ein bisschen. Die Melusine braucht noch und das Koko, das, ich glaube, wenn wir jetzt Zwillinge haben, fangen wir jetzt nicht mit dem Koko an, oder? Das ist, wobei Koko ja Fleisch frisst, das wäre ja dann nicht so schön. Ja, aber wir müssen trotzdem Trog hinstellen, das reicht von. Ja, und das können wir ja nachher noch machen. Ich meine, ja, müssen wir noch mal gucken. Noch fressen sie ja nicht aus dem Trog. Die Frage ist auch, wofür brauchen wir 4 Prontos, ne? Ich nehme Eier. Achso, Eier haben wir vom Pronto, glaube ich, noch nicht so viele. Was, nö, was brauchen wir nochmal? Wofür sind die nochmal? Was sind für Sebelzahntiger? Achso, haben wir aber eigentlich, ja. Aber ich würde mir ein Pronto gerne noch vor die Tür stellen. Also ich meine, die sind einfach wunderhübsch. Das, also die ja. kann man jetzt nicht... Außerdem nee, haben wir jetzt Platz gemacht, also wir hätten schon Platz zum Hinstellen. Ja. Wollt mir mal überhaupt schaut euch die Babys an. Also, ja, das geht nicht, die kann man nicht töten. Also die ganzen, nee. Wenn sie ausgewachsen sind, vielleicht, aber jetzt. Also ich kann. Nein. Anubis, pack die Waffe weg, sonst links. Bist du ganz schnell Geschichte. Das warst du mal in unserem Trial. Ist ja gut. So. Ja, der Onkel da ist böse. Dieser verschlafene Blick auch noch ist ja. ein Traum. Ein Traum. Au. So, wir wollen noch ein bisschen was au. Machen. Ich denke mal, den Krokus machen wir dann doch mal anders. Wir brauchen ja auch noch für andere Folgen Stöffchen, ne? Zwillinge, das gibt's ja nicht. Darum war das Ei so groß, ja. Wollten nur umpacken, dass ich die Prontos hier rauskriege. Immer ganz kurz gemutet. Ihr wisst schon, meine Allergie. Ich brauch's ja eigentlich nicht mehr erwähnen. Moment. Endlich die zwei. Willst du es da herstellen? Wenn yep. ich mich mute, heißt das nicht, dass ihr schweigen müsst, ne? So. Nein. wir haben gespannt gelauscht, ob da nicht vielleicht doch was... Ob doch noch ein Tröd irgendwie durchkommt, ja? Ja, genau. Musste mal meine Nase etwas putzen. So, wir haben jetzt noch ein Vorhaben. Und ja. das haben wir im Stream angefangen. Ihr werdet es erahnen. Das ist die schöne, bildhübsche Burg. Da ist noch nicht so viel bildhübsch, muss ich sagen. Da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben und ein bisschen dran arbeiten. Naja, wir haben ja vorher schon ein bisschen Platz geschaffen. Ja, genau. Der mit Xar den Eltern von unseren zwei Babys. Der Xar ist einmal rund, aber ehrlich, das könnt ihr gerade wieder machen, weil die sind alle nachgewachsen, die Büsche. Schon? Ja. Oh, es Mann. Sieht wieder aus wie vorher. Hier ist alles wieder bebuscht. Hat sich voll gelohnt. Ja, aber jetzt wir brauchen haben die Bären, noch ja. zu wenig, ja. So, also die Burg. Wir haben uns ein paar Ideen gemacht. Der Anubis wird hergehen und tatsächlich mal so eine Drawbridge bauen. Also so ein Falltor oder wie nennt man das am besten? Ein ja, Falltor. Ja, es ist schon Falltor. Zugbrücke. Danke, das Wort habe ich gesucht. Zugbrücke. Ich habe gerade Lag. Hatte ich auch gerade. Und das werden wir als Eingang nutzen. Die Danu wird sich. Probier mich an der Mauer. An der Mauer, die ringsrum gezogen wird. Ja, und wenn der Matze noch ein bisschen mitmachen kann und. Will, dann kann genau, wenn er will, kann dazustoßen, er zustoßen, wenn ihr Babys ja. behüten müsst, dann ist das natürlich auch legitim, ne? Ja, das reicht ja, wenn da einer ist. Ja, ihr wie könnt euch ja auch abwechseln. Du kannst gerne oder so. Rüberkommen ja. oder ihr wechselt euch dann ab oder ganz egal. Genau.
So, ich brauche jetzt noch mal ein paar Foundations. Es wird so sein, dass wir da oben die Industrieforge vom Anubis unterbringen wollen. Das heißt, wir brauchen auch entsprechend Platz. Ja, der Streber hat die nächste gebaut. Mit der Drawbridge haben wir, wie gesagt, eine Idee. Was wir noch brauchen, sind Türme. Die werden wir auch noch bauen. Und dann fliege ich mal hoch. Dann kann ich mal so ein bisschen erzählen, wie wir uns das hier vorstellen. Also die Drawbridge kommt dahin, wo der Anubis jetzt ungefähr steht. Ja, schön in die Mitte. Dann passt das. Die Türme machen wir außen hin. Da muss ich gleich noch ein bisschen erweitern. Dafür baue ich jetzt noch Foundations. Hier außen kommt ein Turm hin. Wird größer als der Turm bei mir. Also diese 1x1-Türme mache ich nicht. Hier wären es 2x2, denke ich. Ebenso ein Turm an die andere Seite nach außen. Hier muss ich noch verlängern in die Richtung. Da kommen noch 3x3 Foundations dran. Dann haben wir hier einen Innenhof, den werden wir abstufen mit ein paar Treppen. Und damit den Raum, wo hier die Forge steht, mit dem Raum da drüben, wo das Lager ist, verbinden. Und hier vorne wird ein großer Eingangssaal sein, wo dann rechts und links, zumindest so in meiner Vorstellung, Treppen hochgehen auf so ein Podest, mehr oder weniger einen zweiten Stock hoch und so. Müssen wir mal gucken, dass das so feudal wird. Bin mal gespannt. Exakt, das ist Absicht, sorry. Was? Das ist Absicht, was du da tust. Ja, ich will dich hier rausstellen, weil... Okay, okay. Kann ich das nicht? Warum mache ich keinen Snap? Nö, okay. Sorry, bei entsprechender Größe, die kriegen ja die ja, glaube ich, nicht mehr zum Tor raus. Das ist richtig, wenn die erstmal gewachsen sind, dann hast du ein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Foundations wir noch brauchen. Was ist mit dem Tor, Anubis? Ich habe keinen Snap-Point. Nö, das snappt auch nicht. Das ist frei platzierbar auf den Foundations. Nee, es ist rot. Es ist komplett rot. Ups. Muss man das... Steht da irgendwas bei, dass man es auf irgendeinem anderen Grund platzieren muss? Also was ist, wenn es auf nicht auf Foundation, sondern auf Erde platzieren würdest? Ist es dann auch rot? Ja, auch rot. Sagt es irgendwas, warum du es nicht platzieren kannst? Obstructed oder can't be placed? Can't place a drawbridge, no snap point. Vielleicht funktioniert das nur mit den großen Teilen. Vielleicht. Die als snap point funktionieren. Haben wir auch große Foundations? Gibt's die? Oh, okay. Wo ist denn das? Ich geh mal kurz gucken. War das bei der Rounded Wall Mod oder war das bei der Gate Mod mit den Da waren die großen Teile. Okay. Sehe ich jetzt nicht. Danu, was soll ich tun? Big Metal Wall. Du kannst das Wände schnappen, dann draufsetzen. Bei 3. Nein, ich baue gleich weiter, dann kannst du es immer draufsetzen. Und dafür noch so einen Rahmen. Gibt nur große Wände, keine großen Foundations. Also insofern dürfte es eigentlich keinen. Ich überlege nur gerade, ob ich noch ein bisschen nach außen gehe mit der Mauer. Muss man das in so ein Gateway reinbauen? Wie in ein Gateway. Ja, das also die Drawbridge ist, das ist das Tor selbst. Hast du jetzt das gebaut? Das ist so wie das Innenleben der Tür, wenn du so willst. Türblatt also. Ja, dann habe ich einen Fehler, glaube ich, gefunden. Ja, du musst erst das passende Gateway zu. Ach so, und da weißt du jetzt in welche Größe, wa? Ja, ich guck mal. Ich guck mal. Eine Foundation hättest du schon, um was draufzusetzen. Foundation, so. Dann muss ich jetzt ein bisschen bauen, so blöd es ist, aber müssen wir auch machen. So. Kannst wieder, Matze? Ja, ja, ich sehe es. Ich war nur gerade dran, was zu trinken. Achso. Kannst du mir da eine zweite Reihe drauf bauen? Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir mal eine Burg aus dem Boden stampfen. Im Stream sind wir ja zugegeben nicht so arg weit gekommen. Das Ding ist, dass wir halt irrsinnig viel Materialien brauchen. Ja. Und das müssen wir halt auch erstmal beisammen schaffen. So. Denk mal, dann habe ich jetzt genug. Ja, diese ganzen Steinkonstruktionen verschlingen verdammt viel. Das ist unglaublich. Man denkt immer, ach naja, ist ja nur Stein, aber boah. Da wir hier auf unserem Server das nicht hochgesetzt haben, die Farmraten, ist es durchaus müßig. Stellt sich an die Frage, wo baut man das Ding rein? Ich probier's mal mit einem kleinen Dino-Gate erstmal. Mit den normalen Dino-Gates oder mit denen aus der Mod, definitiv. Aber die Frage ist, du hast es doch jetzt schon gesehen, in Rot zwar nur, aber du hast es gesehen, dann kannst du ja cool abschätzen. Ja, eine von,
Eine Foundation breit ist das Ding. Eine Foundation, ja, dann nimm die normale, Moment, das kann ich dir sagen. Die schimpft sich. Ist die small? Ja, müsste die small sein. Sekunde, ich will gerade mal gucken. Setz mal vorsichtig Big, Big, da nicht drauf. Low ist es nicht. Oh, es ist small, schon. Genau. Small Dinosaur Gateway ist das. Ja, ich setze es nochmal neu. Das ist halt aus Stein, glaube ich. Gibt es das auch aus Stein? Small Kannst du die Foundation schon wegmachen? Ja. Die Foundation auch weg. Und wenn es das nicht ist, ist es ja nicht teuer. Also. Aber ich meine, das müsste es dann sein. Wenn es 1 breit ist, müsste das sein. 2 hoch, 1 breit. Stone Dinosaur Gateway. 1, 2, 3 mal 4. Okay. Wenn man da echt nichts sieht am Boden. 1, 2, 3, 4 und dann so 1. Ah, so wird's passen. Das sieht doch besser aus, ja. Habe ich doch genau die richtige Menge gebraucht. Ich glaube, ich sollte um die Kurve. Jetzt solltest du mal um die Kurve dann, ja. Sonst fliege ich da runter. So. Ist der Eingangsbereich breit genug oder machen wir den noch eins breiter hier vorne? Ich bin so ein bisschen am Überlegen. Nicht glockern, sondern glätzen. Ja, nicht glockern, sondern glätzen. Heißt es doch immer. Ja, natürlich, ja. Mhm. Die snappen falsch rum. Die musst umdrehen mit E. Habe ich ja gerade schon. Wurscht. Dann setze ich sie wahrscheinlich in die verkehrte Richtung. Das heißt, du wirst das jedes Mal umdrehen müssen. 1, 2, 3. Ich hab's ja umgedreht und es hat trotzdem falsch rumgesnappt. Ach so. Passiert manchmal, dass es dann anders anzeigt, als es setzt. Müssen wir hier auf jeden Fall noch dran, sonst ist es ja nicht symmetrisch, um Gottes Willen. Dann brauche ich nochmal 6 Foundations. Geht das wieder los? Symmetrie! Ja, was hast du erwartet, Anubis? Das wusste ich, bevor du in diesen Tribe gekommen bist. Wir hätten diesen Tribe nicht Niveau, sondern Symmetrie nennen sollen. Oh ne. Weil es jetzt schon wieder nächste Tribe heißt. Symmetrie. So, Foundation. Und dann macht der Matze einen Protest-Tribe und den nennt er Antisymmetrie. Genau. Da brauche ich gar keinen Tribe für aufzumachen. Das habe ich schon. Dass das gerade wird. So, jetzt habe ich glaube eine zu viel, aber egal. So. Ja, kann man gleich clear machen. Dann haben wir 6 Stück, habe ich gesagt, gell? Ja. Noch die noch, dann passt's. So, und dann bin ich mal gespannt, wie wir das mit den Türmen hinkriegen. Ah, das passt. Ah, brüll doch nicht so. Sieht das gut aus soweit? Ja. Mal schauen, ja, glaube, Moment. Sieht symmetrisch aus, ja, also mein Kriterium da? Passt. Oh, als wäre das Kriterium. Ja. Wie geht's unseren Babys? Da war ja was. Wunderbar. Wachsen und gedeihen. Ups. Oh ja. Ja, bitte. Das hast du falsch rumgesetzt. Okay. Das hätte nach außen gemusst. Glaube ich, oder? Wie geht das jetzt auf? Mal auf. Doch. Ach du Kacke, ist das geil. Ja, aber guck dir mal die Abmessung bitte von dem Gateway an und guck dir mal die Abmessung von dem Tor an. Mach mal zu. Oh. Ist das gewollt? Es kann sein, dass das gewollt ist, so nach dem Motto, es soll halt ja auch was überbrücken. Also es soll ja eine Brücke sein. Stehen sie? Ich weiß nicht. Jetzt muss noch eine Treppe hier davor. Ja. Warte mal, lass das mal offen, gerade bitte. Warte, jetzt muss ich auch schauen können. Da steht mal irgendwas im Weg. Das ist großartig, dieser feierliche Moment, wenn es zugeht. Lass offen. Ja. Okay. Hab sie da gebaut, so. Gibt's das überhaupt? Also das Format, was es hat, gibt's nicht. Wo machen wir zu? Ich wüsste. Das Format, was ist... Katapult spielen, mach mal zu. Warte. Nee, die Physik stimmt hier leider nicht an der Stelle. Macht mal bitte wieder runter. Und unten lassen. Okay.
Es ist möglich, dass da vorne jetzt eine Latten Prothese setzen muss. Ja, bin schon dabei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Latten sind's. Das heißt, bis zur vierten Latte, da ist die Hälfte. Bitte nicht durchlaufen jetzt gerade, das ist ein bisschen tricky. Lassen wir die mal ihre Probleme lösen, Danu, gell? Ja, wir gehen jetzt da weiterbauen. So. So. So, ja. Also genau sehen sie ja schon mal, was du da gemacht hast. Massenschutz auch. Geht der Weg weiter. Könnte man tun, ne? Könnte man so lassen, ja. Da ist rüber. Moment. Wenn jetzt die Treppen noch richtig dran snappen würden, dann wäre das richtig cool. Aber die wollen wir das nicht. Nur eine hoch oder zwei hoch machen? Im Endeffekt wollen wir es natürlich zwei hoch, aber jetzt erstmal eine, weil Wände werden die oben auch gleich brauchen. Herrgott, noch eins, das ist... Ah, von oben baut man die... Oh, Mann! Jetzt einmal eine, damit wir sehen, ob es scheiße ausschaut oder nicht. Ganz zufrieden bin ich noch nicht mit der Wand. Aber dann hat Kuya wieder was zu meckern, wenn ich irgendwas abreiß. Mach mal hoch. Das ist jetzt nicht ganz gerade, also wenn man jetzt ganz pingelig ist, dann wird man sagen, das ist schief, aber ich glaube, das sieht man nicht. Dann mach mal runter wieder. Also das mit dem Gateway, das passt mir ja nun irgendwie gar nicht, ne? Muss ich ja mal ehrlich gestehen. Es sieht jetzt nicht so pralle aus, vor allem frage ich mich, wie das... Brauch gleich nochmal ein anderes. Kannst auch noch ein anderes Tor probieren. Kann ich das wieder aufpicken hier? Ja, müsste gehen, das Tor müsste aufs Pick-up, ja. Ja. Aus dem Mod sollte alles zum Aufheben sein. Insofern kannst du probieren, aber ich lasse das mal stehen hier, den Sockel da, wo es anschließt. Ja, der ist ja richtig. Der kann ja so bleiben. Theoretisch ist der richtig, ja. Ich gehe mal ein bisschen schief, aber passt. Bait and shave, but good life, ja? So, ich hab als Durst und Hunger. Ich bin gleich wieder da, Matze. Ja, mir ist es auch fast passiert. Alter, das war jetzt das Small. So, dann brauchen wir jetzt die NC-Teile, aber ich finde es prinzipiell cool, klar, es sieht jetzt scheiße aus irgendwie, die warte, mit dem Rahmen. Warte, jetzt da den vom Rahmen da ranbaust, nicht, dass wir da... Ich baue da gar nichts ran, ich mache jetzt erstmal Foundations noch und dann baue ich ein bisschen Turm, also ich bin ganz weit weg vom Tor. Irgendwas steht mir da dauernd im Weg, so. So, mal gucken. So, hier habe ich jetzt NC-Teile, damit werden wir hoffentlich hier vorne noch zur Rande kommen. Yes, das ist gut. Du wischst hier mal gerade feucht durch. So. Ja, mich stören diese Büsche sonst. So, ich sehe ja so schon nichts. Ich trottel. Das war doch völlig falsch. Moment, was ist denn hier? Moment, jetzt. Irgendwas ist hier nicht symmetrisch. Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4. Moment, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum. Dann nur, was wir auch später machen könnten, ist was hier denn? So Treppen hochbauen, eins, mal zwei, so zumindest drei, vier Stück vier, einmal um fünf, den Berg rum. Ich glaube, ich kann nicht gerade auszählen hier. Furchtbar, weg mit dem Zeug. Ja. Von jeder Richtung aufs Plateau kommt. Holz ist unten in Schränken in Massen. Ja, ich guck gerade. So, verdammt. So, dann bauen wir jetzt ein paar Rounded Walls, die brauchen wir ja auch. Kann einer mal an der Uhr drehen? Jo, mach ich, Moment. Das ist ein Schatz. Hier im Halse stecken. So. Eppen das. Dankeschön. Was ihr immer habt. Licht. Endlich hell. So, müssen wir mal gucken, wie wir hier arbeiten können. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nie probiert, größere Türme zu bauen. Das wäre dann mehr oder weniger so. Dann hatte ich doch noch normale Foundations. Genau, da haben wir noch eine normale. Wäre dann so. Und dann... Noch ein Problem. Wäre? Die Foundation hier ist obstructed. Ne, rounded. Sonst könnte ich ja eine NC setzen. Ding. Hier auch.
Also das Vorhabenturm geht da nicht. Das müsste ich eins weiter nach innen bauen. Scheiße. Ernst? Ja. Ich bin gleich wieder da, Matze. Yay. Ah, das ist doof. Okay. Du könntest einen Plumps-Counter für mich machen. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Klingt gut. Da, wie ist die Lage bei dir? Alles super. Alles spannend. Konto ist wachsen und die Melusine brütet. Ja, wenn du Abwechslung brauchst, sag Bescheid, dann können wir auch tauschen. Jo, passt schon. Matze will damit sagen, bei mir ist ihm zu langweilig. Nee, die fällt immer nur runter. Wenn die Melusine schlüpfen lässt, also, ne? Ja, dein Baby. Das will ich sehen, da will ich dabei sein. Da sind wir dabei. Da sind wir bei. Und da bald der Zwillingstag ist, kommen dann drei raus. Oh, ja. Drei weißen Runds. Drei weißen Runds. Drei Melusinen. Das ist ja schlecht. War nur nicht irgendwie in der Nähe wie die. Die weißen Runds, wenn sie es nicht sind. Oder muss ich mir jetzt gar schon wieder über das Thema Namen Gedanken machen? Solltest du, ja. Du bist ja bald schon wieder Papa. Ich nicht. Ich hab da nicht gezeugt. Vielleicht wird die nächste dann einfach weißen Bund. Halt, ich brauch das Dickerchen kurz. Ja, wofür? Um mir die Foundations rauszunehmen. Ach so. Oh, halt. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, um die Büsche wegzumachen, was ich gerade tue. Nein, das ist ja super, dass das macht. Die brauchen wir. Boah, pff. Da haben wir jetzt die, eine normale Foundation, davon brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Mann, ist das kompliziert. Ach man, das ist auch schon wieder abbrechen aus. Ach, egal. Ich baue immer aus Versehen NC-Teile, muss ich zugeben. So. NC-Teile nochmal für die, weil auch immer wieder die Frage kommt. Auch wenn wir es natürlich schon tausendmal gesagt haben, aber einige sehen ja nicht alle Folgen, verständlich. NC heißt No Collision und bedeutet halt so viel wie es snappt eben auch an Stellen, wo die normalen Teile nicht snappen, weil irgendwas im Weg ist oder dergleichen. Ja, aber dürfen um ungefähr 50% eben nicht passen. Wenn es mehr ist, dann geht's auch nicht. Dann wird's auch kritisch, ja. Aber sie machen schon vieles möglich, was ist möglich eine wäre. Sehr unscheinbare, aber verdammt effiziente Mod, ja. Ja. Danu? Ist hier weg oder nicht jetzt? Wir müssen jetzt einmal über unseren Weg reden, wie wir hier weiterbauen. Weil? Naja, du musst dich jetzt entscheiden, ob du hoch oder runter gehst mit der Mauer, was die Ebene angeht. Muss ich schauen, ich möchte auf jeden Fall... Warte, da oben ist ja schon das Plateau, oder? Eben, eigentlich muss man nämlich hier neben runter den engen Weg. Ja, wir müssen runter. Sonst kommen wir nicht drüben dann nicht dort an, wo wir hinwollen. Richtig. Wolltest du mich mit dem Trampel gerade zertrampeln? Nein. Okay. Okay, das ist schon mal das Falsche. Ich schätze, es ist wirklich so gewollt, auch wenn es irgendwie komisch aussieht. Aber ich fürchte, das ist exakt so gewollt wie... Ja, das ist das Breite. Das ist ja 2 oder 3 sogar breit. Ne, 3 war das, glaube ich. Ja. Aber das sieht so komisch aus. Bist du sicher, dass das so gewollt ist? Ich denke nicht, dass das jetzt die finale Lösung ist, die wir sich vorgestellt haben. Aber es ist halt ja immer noch eine Entwicklung. Und ich schätze mal, mehr ist nicht momentan. Also fürchte ich. Ah. Bye. Und mich lacht sie immer aus. Das ist schön. Ich zähle einfach mal ganz unverbindlich mit. Ja, mach nur. Du musst eh bald zu deinem Baby. Ach, ich Vollidiot, ich baue aber auch eine Krütze hier immer wieder. Na. Wir haben ja genug Stein. Ganz zufrieden bin ich damit. Ich probiere mal. Es gab wieder einige Facepalms wahrscheinlich jetzt in den Folgen.
Warum? Ja, weil ich hier einfach schief und schepp und scheiße baue, auf gut Deutsch. Ach so. So, die Left brauche ich jetzt nochmal. Zweimal. Normale Foundation brauche ich, glaube ich, nicht. Oder doch, brauche ich auch noch eine. Sag mal, diese Tore, die kriegen wir aber nicht in die normalen Gateways rein, ne? Anno, du müsstest langsam mal eindrehen, gell? Ja, mache ich jetzt mit der nächsten. Fast oder mit geht Sachen, das auch? Die ich noch Moment, nicht ausprobiert habe. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Versuch macht klug, ne? Also insofern, ja. Gib hier die Defense Foundation. Nein, ich will dich hier. Oh, ich glaube, ich brauche die andere. Brauche die 3. Right. Ja, die Left passt nicht rein. Dann brauchen wir die Right. Haben wir nicht genug Zeug. Okay, aber es wird. Wenn der Grundriss erstmal steht, dann ist ja der Rest nur noch Wände aufstellen. Aber der Grundriss ist so das Schwierigste, dass das erstmal in sich stimmig ist. Oh, ja. Und dann, ja, wie gesagt, dann sind es wirklich nur noch Wendestellen am Ende. Deshalb dauert das am Anfang so. Danu, du müsstest hier gucken, dass du möglichst knapp an der Kante baust, damit der Durchgang maximal breit ist, ne? Weil der wird ja ganz schön eng hier auf dem kurzen Stück. Ja. So. Du willst nur meinen Plumps-Count erhöhen. Na klar. Wollen wir alle. Ich sag nur, 3. Meinst du, bis heute, ich glaube, ich hab's dir noch nicht gesagt, du bist doof. Hast du noch nie gesagt. Hast du ja nie zu mir gesagt. Nö, du machst dich nun mal nicht doof. Immerhin hab ich nachgeholfen, dann, dass es 4 wird. Oh. Ja, mal Matze. Ey! So. Na, warte. Hier, gleich kommt aber die Bauaufsicht kontrollieren, sag ich euch, ne? Nix. Dann muss das aber... Mach gar nichts und werd verprügelt. Geil. Ja, unglaublich hier. Die Kröte hat es auch von da hinten nach hier vorne geschafft, jetzt endlich. So. Warte. Jo, jetzt hast du Nachkäufer. Ich denke mal, so ist das okay. Jetzt bin ich fast überlegen, ob man hier auch so Rundungen macht oder hier drin. Was ist denn das so? Danu, sei froh, dass ich es an der Stelle gemacht habe, wo du nicht so weit zu laufen hast. Stimmt allerdings. Also ich glaube, das könnte sogar besser aussehen. Sind wir jetzt wieder lieb? Da sagen wir bitte, dass ein Viech fast werfen ist. Die will mich loswerden. Mag schon. Du möchtest es dann lieber mit dem Xa als mit mir? Nein. Bauen? So. Also, hast du es gehört, Xa? Sie will dich nicht. Ja. Es ist fürchterlich. Man kann es nur falsch machen. Ich suche einen anderen Fall. Normal sind es doch eigentlich die Frauen, die es schaffen, einen so in die... Oh ja, gucke mal. So muss das aussehen. Was hast du für ein Tor genommen? Ah, perfekt, geil, super. Das normale. Das stinkt nochmal. Das ist ja krass, weißt du, da machen die... sehr gut. Wollen wir Lunzen gehen? Nein, noch nicht. Da kann ich auch die Wände reinsnappen. Ja, wobei, wir sind bei 33 Sekunde. Minuten. Ja, wir könnten es uns anschauen, Warte mal, ich baue mal eine Wand. Sekunde, so. Passt das noch von außen? Ah, nee, nicht so richtig, ne? So, gehen wir schon. Da haben wir jetzt das Problem. Da rechts die, ja, rechts die wäre noch schlimmer. Die boom, würde richtig die reinragen. Scheiße, also, oder? Mal jetzt fleißig. Das sieht kacke aus. Das sieht richtig wir waren kacke fleißig, aus. Ja. Das so heißt, wir müssen das wirklich, wir können das nicht über eine breit machen, sondern wir über müssen zwei haben. Über zwei breit, das heißt, ich muss im Endeffekt an der Symmetrie nochmal arbeiten. Richtig. Also so passt das mit dem Tor, aber die, ja. Also, jetzt eine blöde Frage, die haben ein extra Gate gemacht. Was in die Alpen reinpasst, ich finde das gut, aber halt nicht die... Aber sie haben ein Doorframe gemacht, wo extra dafür, wo das nicht passt, oder? Nee, nicht extra dafür. Wir hatten nur gedacht, wir müssen eins aus der Mod nehmen. Aber es ist gar nicht nötig. Du nimmst einfach ein bestehendes und machst da das Mod-Gate rein. Ja, also das... das konntest du nicht aufpicken, oder was? Nein. Ach so, das ist ein altes. Ja, logisch. Okay. Das heißt, die normalen
Gateways kannst du nicht aufpicken, die musst du zerstören. Na, Shieldy. Du? Also, neues Gateway bauen. Jungs, gehen wir nochmal nach dem Baby schauen und machen wir Schluss mit der Folge. Ja, können wir gleich machen. Sekunde. Oh Mann. Ja, wir fliegen mal vor, Matze, oder? Ja, ich bin so aufgeregt. Ja, bist du ja nicht nachkommen. Deine Kugel dürfte nochmal 10 Minuten oder so dauern. Oh, ja, dann sehen wir die Kugel ja gar nicht. Am Anfang der nächsten Folge sehen, oder? In einer der nächsten Folgen. Ja, wir können eigentlich noch mal gucken. Wir müssen ja auch mal wieder in die Höhle und so. Mal gucken. Ich weiß nicht, wir jetzt auch nicht zu viele Baufolgen machen. Kriege ich wieder nur Gemecker. Nein! Oh. Dann freue ich mich halt alleine über meinen Nachwuchs. Na, wir werden ja auch noch das Kroko zeigen wollen. Ne? Also es ist ja noch... Wir werden sehr viele Babyfolgen, glaube ich, noch haben. Zumal jetzt auch demnächst wieder der Bär kommt. Also nächstes Update. Und dann kommt der Bär rein und den wollen wir natürlich auch wieder zeigen. Oh, ich stelle mir das auch sehr süß vor, muss ich sagen, so kleine Bärchen. Ein Rex-Eier rum. So. Ich denke mal so. Oh, ein Herz und eine Seele, die zwei. Oh nee, Xa. Was? Wie hast du sie genannt? Dampfi und Mampfi. Oh. Baby-Stampfi und Baby-Mampfi. Aha. Warum? Wer hat Xa mit den Babys alleine gelassen? Ja, das waren wir alle. Ja. Ich hatte da gegangen. Hatte mir auch überlegt, ob ich sie Wusch und Leck nenne. Was? Oh Mann. Naja, Wusch und Leck. Ja, wenn das pronto zuschlägt, hast du meistens ein Leck, weil. Ach so, das Leck. Ach so, jetzt okay, dann bin ich beruhigt. Was die hier mal denken. War kurz, wer hat meinen Vogel geklaut? War kurz so irritiert. Ach ja, okay, machen wir uns kurz zum Babys, genau, und dann, herrlich. Mal wieder eindeutig, zweideutig. Ja, ich konnte es einfach irgendwie nicht machen. Und wie viel können schon tragen? Och, schon ganz ordentlich. Oh Mann, die brauchen wir noch eine ganze Weile, bis die 10% haben. Jupp. Da, du hattest heute nicht vor, schlafen zu gehen, oder? Jein. Es ist Wochenende. Wer braucht davon Schlaf? Achso, Koja bleibt auf, okay. Ich muss morgen raus. Strukturen laden, bitte. Achso, die sind ja draußen. Die sind draußen, ja. Machen wir uns einfach so im Stundentakt. Also die erste Stunde, da kommt der, dann der nächste darf eine Stunde länger schlafen und so machen wir so. Was ist eigentlich mit Mama und Papa? Die sind, also, weißt du, statt dass die sich mal kümmern. Nee, ist nicht. Rabenfamilie. Oh, einfach toll. Ich gehe auf jeden Fall nachher nochmal. Mit ihrem Stummelschwänzchen, die sind so süß. Ja, die zwei sind richtig süß. Ein Traum. Okay, also mit diesen Bildern würden wir uns dann gerne verabschieden von dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Mal gucken, was wir dann anstellen. Die Burg wird auf jeden Fall Thema bleiben, ganz klar. Da werden wir noch viele Folgen verbringen dürfen. Und wir werden auch ein bisschen im Offscreen wahrscheinlich bauen, weil sonst wird das einfach zu viel. Ja, und dann die nächste Höhle. Da haben wir jetzt tatsächlich dank Anubis tapferem und erbittlichen Einsatz fast alles beisammen. Und werden dann auch die Sumpfhöhle sehr bald angehen können. Also, es bleibt spannend. Mhm. Und das nächste Update, wie gesagt, kommt auch bald. Meine Herren, weiß gar nicht, wie viel Folge ich das auspacken soll. Ja, kann sein. Ich bin mal froh, dass das Update nicht heute gekommen ist. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Richtig rund in allen Ecken hier. Geht's. Hoffentlich kommt es nicht, während die noch Babys sind. Und ja, das ist, ja, dann wird hoffentlich das mit dem Safe passen. Egal, das werden wir sehen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.